Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grim Dawn mit Chantal Lafishi. Und wir sind hier in Barren Highland. Und ich habe Cappuccino. Du hast ausnahmsweise mal den richtigen Namen von einem Gebiet gesagt und ihn nicht komplett falsch ausgesprochen. Ja. Restpart haben wir hier aufgehört irgendwo. Und hier ist noch so ein kleiner Zipfel, den haben wir gerade noch kaputt geprügelt. Und ja, wollte das nicht aufnehmen, weil er ein Oh, Hater ist. Geld. Oh, Kleingeld. Und Gold, Gold, Gold. hier können wir nach Kasachstan reisen, das wollen wir ja nicht. Nee, wer will denn da hin? Weiß ich auch nicht. Also weißt du, ich kenne Menschen und dann Leute, die wollen nach Kasachstan. Ich kenne jemanden aus Kasachstan. Ich nicht. Und ich bin noch nicht traurig deswegen. Aber eigentlich ist er Russe. What the fuck? Ich habe gerade ein Vieh geschlagen, was ist komplett woanders. Ist Kasachstan nicht Turkmenistan? Ja, ist alles Turkmenistan. Okay. Alles, was nicht Deutschland ist, Turkmenistan. Kasachstan ist Russland oder sowas, oder? Ja, UdSSR war es auf jeden Fall. Ja, ist alles das Gleiche. Ist dasselbe in Grün. Oder in Grün? Ich glaube, die Was? Tiere haben keine Fraktion, oder? Oder sind das Undeads? Das sind Biester. Also sie haben, glaube ich, keine Fraktion. Das sind einfach nur dumme Biester, die uns töten wollen. Ja, weil die ignorieren uns ja Denn wir erstmal, haben wenn wir daneben stehen. rausgefunden, beziehungsweise ich habe rausgefunden, dass es hier unten links das Fraktionsfenster gibt und da sieht man, wie gut es uns bei den Fraktionen geht. Und seltsamerweise mögen uns die Rovers mehr als Devil's Crossing. Denn wir haben die Kopfgelder für Devil's Crossing noch nicht abgeschlossen. Aber wir wissen, dass es die gibt. Machen wir mal einen Special Parts. Okay, Elsa. Müssen wir Find nicht irgendwann Elsa. nur Elsa suchen? Ja, Find Elsa war meine Quest. You don't smell like one of Friendly's gang. Are you another from Devil's Crossing then? If your name is Elsa, then a mutual friend is looking for you. What did you mean another by Devil's Crossing? What can you tell me of this area? Okay, was wollen wir? Wollen wir sie sagen, dass wir einen gemeinsamen Freund haben? Ja. I can only assume you mean money. Idiot nearly got me killed out on Alta Kovia. Bandits got us in the night. They ran to his damn fire. They tied me up and dragged me back to toward the camp. Probably, ja, ich lese jetzt nicht alles vor, also falls ihr es lesen wollt. Da. Should I tell him you're alive? It might be better if he believes me that the last thing I need is the. Is a lovesick fool pursuing me through the hellish world. Okay, wollen wir dann fragen, was sie mit dem anderen aus Devil's Crossing meinte? Yep. Ich habe schon drauf gedrückt. I encountered another survivor. Ja, der wollte nach Homestead gehen. Ja. Ja, Douglas. Why didn't you join him? Last pass, could be unsaved. Ja. Always welcome Devil's Crossing. Thanks, but I have no plans to return there. I would rather find my maiden road. What can you tell me about those things? Trolle, Harpien, Smugglers Pass. Ja, das Übliche. Thanks for Interessiert the uns eigentlich info. alles nicht. Ja, die hasst uns. Na, sie hasst auf jeden Fall diesen Morney. Warum? Weil sie wegen ihm fast gestorben ist und weil er wohl in sie verliebt ist oder so. Gott, ich versuche nicht zu verbluten. Ich war auch gerade schon ziemlich tot Ja, und ich ich wurde auch. angegriffen. Das ist der Typ hier. Aber haut einfach ab. Dieses scheiß Gift, Harpien und diese dreckigen, Angriffe von den. Also die Blutsnäge ist richtig schlimm in diesem Gebiet hier. Ja. Setzt meine Heilung zwischendurch einfach aus. Und ich habe schon eine ziemlich krasse Heilung. Gar nicht so wie ich. Okay, hier oben ist ein Untouched Meal anscheinend. Ja, ich find's ziemlich cool, dass sie auf der Karte markiert werden. Ah, Freddy! Ja. Do things! Habe ich gemacht, er ist tot. Er hat seine Things gedoet. Oh Gott, den Schaman erst töten. Was für ein Schaman! Mit dem Was Geweih, der zum? Heil. Oh. Er ist fast Oh tot. nein, der ist es. Also ja, ich habe gerade den falschen Knopf. Er rennt gerade weg. Ich hab den Elder. Sehr gut. Der hat den Buff gegeben.
Die haben immer noch einen Buff. Die haben einen anderen Buff. Den Heilungsbuff haben die immer noch. Aber woher? Wahrscheinlich haben die einfach einen. Assis. Ich find's cool, wie sie umkippen. Ja, richtig hübsch. Dynamit. Wie geht's da bei dir auch? Scrap. Nee, bei mir liegt hier Scrap. Okay. Nein, nein! Ich bin gerade ausgewichen. Ach ja. Vielleicht mal den Fire Strike legen. Nein, nicht den Fire Strike. Jetzt habe ich gerade ein Monsterlager von Tidequest übrigens. Okay. Dieser Teil hier. Ist genauso aufgebaut. Okay. Halt mit dieser komischen Verteidigung da, mit diesen kleinen. Ich glaube, ich habe einen Harpier gepult. Ich komm schon, ich komm schon. Ich habe keine Ahnung, wo du bist übrigens. Du bist zurückgegangen! Ja, ich wollte den ganzen Weg hier erkunden. Okay. Wo bist du denn hingegangen? Nein, also ich bin außen rumgelaufen, also ich bin schon vorne rausgegangen. Übrigens noch ein paar Tränke gekauft seit dem letzten Part. Oh, ich muss noch ein paar Tränke kaufen. Weil ich noch ein bisschen Geld über hatte. Wusste nicht, was ich damit anstellen soll. Mir ist mal aufgefallen, dass ich ziemlich pleite bin. Und dann habe ich beim Händler auf die Waffe geklickt versehentlich. Weil ich mir so dachte, oh, klicken wir sie einfach nochmal an. Dann habe ich sie nochmal gekauft, obwohl ich sie schon einmal im Übergabebereich habe. Welche, die Sniper? Ja. Also diese. Die Shotgun, die ich gab. Achso, die Shotgun. Wo gab. Ich würde mir da wahrscheinlich eine Rüstung später kaufen, wenn ich Level 835 bin, weil ansonsten. Ja, ich würde mir auch nicht. die anderen Sachen alle kaufen. Ich kaufe mir die Waffe, glaube ich, nicht, weil die schlecht ist. Freddy! Ja, ich habe hier gerade Gegner. Ich auch. Die mir viel zu viel Schaden machen. Ich möchte keinen Trank benutzen, deshalb halte ich mich einfach hoch. Also, die Tiere sind momentan am schlimmsten, muss ich sagen. Also so einzeln machen die alle keinen Schaden, ne? Aber wenn das 10.000 Stück sind, dann sind die ganz schön asozial. Ich glaube, die Viecher machen alle Blutungsschaden, ne? Ja. So wie du bei Surgeon Simulator. Ja. Beast da bin ich gut drin. Zum Glück hat er sich gerade nicht komplett weggelaggt. Ich bin auch nur fast gestorben. Ich mag meinen Kometen alle dich fokussen. Das ist auch cool. Ich habe 59 Spirit-Tränke. Ich habe 51. Und ich trinke zwischendurch auch mal einen. Dynamit. Ich kaum. Oh. Scrap. Du leckst gerade. Wenn du Dynamit findest, krieg ich Scrap. Schlag mal. Hier. Ah, viel besser. Du hast dich gerade nur noch durch die Gegend geportet. Das ist gut. Hab ich wirklich gemacht. Wo geht's jetzt weiter? Lass uns erstmal nach hier gehen. Hier wollte ich auch. Hier geht's auch weiter. Da gehst du nach rechts unten auf jeden Fall. Ich mag das nicht. Du liebst das. Ja, die sind schwach. Außer die Giftviecher, die machen mir Giftschaden. Ja, aber die überleben nicht viel dafür. Kotzt mich an, das ist gemein. Ich hab schon wieder richtig Hunger, ey. Obwohl wir gerade erst grillen waren. Ich hab vielleicht gerade einen Gegner gefunden. Ganz toll, ich muss erstmal die Kleinen platt machen. Spawnt der neue? Glaub nicht, die waren schon vorher. 36, nice. Also in der komischen Instanz, in die werde ich mal reingehen erstmal. Waren schlimmere Gegner. Ja, 38er, ne? 39 glaube ich sogar schon. Ja, das hab ich auch gerade ein bisschen Schaden gemacht. Ich war gerade 100 Leben runter und hab keinen Heiltrank mehr. Ich sollte mal in die Stadt zurückporten. Ich sterb bestimmt eh gleich, dann bin ich automatisch in die Stadt zurückgeportet. Und dann spare ich einfach ein bisschen Geld. Okay. Oh! Du hast einen Harpier gespawnt. Wieso ich? Du standst weiter in der Richtung. Was?
Du standst weiter in der Richtung als ich. Ja und? Ich hab doch nur gesagt, da ist eine gespawnt, nicht dass du eine gespawnt hast. Achso, ich hab verstanden. Alter, die haben einen Skill, mit dem die mich verwirren. Ja, hab ich auch. Guck mal, wie ich verwirrt bin. Ich schieße in jede Richtung, außer auf den. Der hat gerade da hinten, wo ich den Stumpf aufgemacht, also den Baustumpf aufgemacht habe, den Zauber hingemacht. Nice. Ganz schon weit gucken. Cracked Lodestone. Mein ganzes Inventar ist übrigens schon voll mit diesen kleinen Steinchen. Gott, bitte nicht. Aber bitte keine Searing Embers, davon habe ich schon genug. Sind das die grünen? Nein. Das sind die roten. Die sehen so ähnlich aus wie der Cracked Lodestone. Ich glaube, davon habe ich keinen. Na, besser so. Ich guck mal kurz nach gleich. Davon habe ich nämlich 10 Stück über. Die sind für Waffen, oder? Ja, Feuerschaden. Ich habe einen Cracked Lodestone, ich habe Savage Plating, ich habe Beastie Fur, ich habe Chill Steel und Polished Emerald. Sehr gut. Und Ectoplasm heißt das hier. Okay. Also ich habe eigentlich schon wieder alles. Das ist schön. Sagst du, ob wir es brauchen? Ich denke nicht. Gehen wir jetzt hier lang oder in das andere? Also, das ist, nee, ist nicht... Nee, doch, das hängt zusammen. Hey Freddy. Was denn? Ich bring dir Besuch mit. Hilfe. Ich kann mich hier gerade nicht wegbewegen, der ist im Weg. Jetzt hat er mich ja noch gefangen. Moment, ich eile zur Hilfe. Gegen die schaffe ich das. Die Bösen sind die Viecher. Junge, 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 ich hoffe, man hört mich vernünftig. Ich liege nämlich nicht so halb im Sessel, weil es ist unglaublich warm. Ja, hoffentlich hört man mich auch richtig, weil ich bin ein bisschen müde, weil ich habe heute Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Das ist voll geil. Du kannst dich auch nur beschweren. Ich habe mich nicht beschwert, ich gesagt, es ist voll geil, du beschwerst dich über jede Scheiße. Es ist viel zu warm, ich liege im Sessel, Kappa, Kappa, Kappa. Warum treffe ich den Wichser nicht? Jetzt treffe ich ihn. Oh, der war ziemlich stark. Weggestunt. Man könnte bei mir eventuell gerade Krankenwagen. Oh mein Gott. Die haben alle gar keinen Bock auf mich. Nee, weil ich wieder reingeschossen hab. Die verwirren. Lass das! Ich mag's nicht, wenn die mich verwirren. Wir sollten Halo 3 Let's Playen. Okay. Nein, das sollten wir nicht. Denke ich auch nicht. Dreckspiel. Richtig gut. Ich liebe den Hammer. Den Hammer. Okay, das hier scheint wieder ein großes Gebiet zu sein. Ja, yeah. Da freue ich mich. Ich liebe offene Gebiete. Hörnchen. Feiern. Du hast hier ein Wildschwein übersehen. Da steht keins. Ja, das habe ich auch gerade kalt gemacht. Ja, es liegt da. Lag da schon vorher. War schon kalt. Und gemacht? Ja. Oh, hier sind Harpien gespawnt. Ist das okay oder soll ich dir helfen? Noch geht's. Hab gleich alle tot. Oh Gott, das sah super aus. Ist richtig weggeflogen? Nee, der ist ja gerade weggelaufen und ich bin einfach in ihn reingedasht und hab ihn getroffen. Was man weiß nicht klar, weil sie sonst mal weglaufen und. Ja. Hab hier Flash Ripper. Das hab ich fast nicht überlebt. Ja, die Stormtasken sind ja die Wildschweinchen. Ich darf mich nicht auf den Nahkampf mit denen einlassen, ich habe keine Heiltränke mehr. Der hat sich gerade vollgeheilt, der Pisser. Weil ich mich nicht bewegen konnte. Okay. Ich finde, als Schütze sollte es einen Skill geben, dass man höher rauszoomen kann.
Das überlebe ich nicht. Doch, ich habe einen Heiltrank gefunden. Oh ja. Das weil ich keine Heiltränke. Weil ich keine mehr habe. Hier ist ein Bossmonster. Und zwar der Dingens ist ein Bossmonster. Der Stammesanführer oder was? Ja. Oder? Dann töten wir erstmal die Kleinen hier drum rum und dann einer töten von, wir den Boss. Einer von den Eltern ist ein Bossanführer. Ein ja. Bossanführer, ja genau. Wer da? Kommt da wieder. Wieso? Wieso fokust der mich? Eloras ist Sun Eater. Burning. Das heißt, er hat Feuer schon. Das heißt, dein Schild ist ziemlich effektiv dagegen. Das ist dein Schild, also dein Blast Shield lädt sich mit Piercing Damage und Fire Damage irgendwie auf und dann explodiert es eine Aura oder so. Ja, ich merk's gerade. Ich bin tot. Ich nicht. Ich mach ein Portal. Ich kaufe mir mal eben 80 Tränke. Und bist pleite. Ich kaufe bis 20.000 runter. Sind 59 Tränke. Spannender Kampf. Das ist wie als würde ein Safcon gegen Safcon kämpfen und die ganze Zeit nur Härtner benutzen. Was? Kennst du Pokémon? Ja. Kennst du Safcon? Nein. Safcon ist das Kukon-Pokémon von Raupi. Okay. Und das, wenn man das nur in freier Wildbahn trifft, kann das nur Härtner. Und wenn du da einen Safcon fängst, das nur Härtner hat. Und dann gegen einen Safcon kämpfst, das nur Härtner hat. Ja, dann. Das ist so mit Carpador wie mit Platscher und Platscher. Ja, aber Carpador kann doch auch irgendwas Cooles, oder nicht? Nein. Wie Gefangene. Das denn? Also Carpador kann Tackle lernen, wenn es ein bisschen levelt. Ich glaube aber erst in neueren Versionen. Hier ist übrigens noch ein Bossgegner. Ich sehe es gerade. Und ansonsten. Kann es nur digitieren, wollte ich gerade sagen. Es entwickelt sich dann zu Garados. Ja, genau. Und Garados ist ziemlich stark, oder? Ja. Das dauert auch immer ewig, ne? Geht voll. Also es dauert, es geht nicht schnell, aber es ist auch nicht ewig. Also es ist machbar, sagen wir es mal so. Okay. Also ist... Also... EP-Teile an den Neuversionen kann man den Pokémon ja geben, aber am Anfang war es halt mega nervig. Ersten Version, dass das noch nicht so war. Da musste man dann erst Tackle beibringen, oder was? Nein, da war der EP-Teil einfach fürs gesamte Team und nicht nur für ein Pokémon. Das war, ich meine, EP-Teil immer verkauft, also, nein, den hab ich mir verkauft oder weggeworfen, weil ich wollte, dass mein, dass die ganzen EP geteilt werden, weil ich da mit Pokémon schon mal ganz kurz hin. Ich weiß, da wollte ich auch eigentlich hin, weil die Höhle. Okay, das war's. Ja, ich habe das schon gesehen auf der Karte, aber wir haben hier nicht alles erkunden gehabt bei mir. So, bei mir war gar nichts. Also bei mir war ja. Was ist denn heute los mit meiner Sprache? Okay, ich glaube, jetzt müssen wir in den Schmugglers Pass. In die Smugglers Passage. Mineneingang. Dann haben wir noch an der, nach 2 Minuten. Ah, lecker. Ach, guck mal, wieder Ether-Kristalle. Ne, das ist ein Portal. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, das ist ein Portal. Ja, Alter, wo sind wir denn? Im Schmugglers Pass. Baron Highlands gab es kein Portal? Nein. Aber das ist auf der Karte markiert. Was? Baron Highlands. Ja. The Rocky Coast auch. New Harbor auch. Crumbling Watch the auch. Old Dump auch. Kaimas ja. Retreat auch. Depths okay. Of Torment auch. Stalton Mine. Ist ich darf hier nicht so viel alleine rumlaufen. Was schießt du gerade? Oder kriegst wer hat hier geschossen? Mein Feuershield eigentlich auch? Nee. Das ist natürlich traurig. Ja. Was sind das? Skelette? Also Zombies? Äther-Viecher wieder, okay. Nee, das sind erst mal Zombies bisher. Das sind Äther-Corruptions. Ja, okay, aber es sind nicht so blau, also so grün leuchtende Äther-Corruptions, das sind nur Zombies, also. Ja, aber ich wollte es wissen wegen, wegen, meine Freundin ist übrigens asozial, sie setzt sich neben mich mit einem leckeren Mettbrötchen. Wolltest ja keins haben. Okay, meine Freundin ist sehr, 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 sehr sozial. Sie hat mir gerade Zwiebeln für mein Mettbrötchen geschnitten. Das ist von den Katzen angegriffen, aber du wirst es trotzdem. Meine Katzen wollten mal Mettbrötchen essen. Ja, würde ich auch machen. Wie, ich krieg nur eine Hälfte? Warum hast du mir denn 2 Tonnen Zwiebeln gemacht? Ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Soll ich es versuchen? Warte. YOLO! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh da nicht rein, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Vincent tot? Nein.
Aber du verlierst Leben. Time ist übrigens vorbei. Oh Gott, okay. Oh Gott, da verliere ich richtig Leben. Ja, ich auch. Okay. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Podcast gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.